Um 15 Uhr kommt heute der Spediteur und bringt die Pfosten. Der Sattelzug ist da. Endlich. 4 mm schon heute. Läuft. Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist Mittwoch, heute war wieder Versandtag. Jetzt nachmittags bin ich unterwegs nach Pullendorf, Restbestände der alten Weiden abzubauen. Der ganze Trupp aus Schrenkersberg war jetzt die ganzen Abende immer vor Ort, ganz besonders die Chefin, dadurch auch mal herzlichen Dank nochmal. Die hat schon mal dieses ganze zeitaufwendige Zeug vorbereitet, das heißt diese kleinen Latten herausgezwickt und Drähte ab und jo, das war quasi bloß noch das grobe Zeug einsammeln muss. Ich bin jetzt aber unterwegs nach Pullendorf, das kleine Wasserfass holt, deswegen bin ich im kleinen Steyr unterwegs. Das kleine Wasserfass und unten noch mal Pfostenlöcher überfüllen, dass da keiner reinstolpert und sich irgendwie die Haxen bricht. Und dann ist die eine Weide abgehakt und die andere ist quasi kurz vor Vollendung und dann sind alle Weiden in Pullendorf weg. Am Samstag kriegen wir 5 Unterstützer von einem Wolfsbefürworterbund, oder wie sagt man dafür? Ist das nicht negativ oder ist das positiv? Befürworten ist immer positiv. Und ja, die helfen uns dann eben beim Aufbau der Zäune. Da sind wir auch sehr dankbar, denn wie wir das zu zweit oder zu dritt mal irgendwie nebenbei stemmen, keine Ahnung. Ja, wir haben ja die ganzen normalen Vorbereitungen auch noch am Laufen. Ne? Also es muss zum Beispiel wieder das Simmentaler Jungvieh verwoben werden als Zuchtbetrieb. Wiegst du ja deine Kälber, Fresser, Jungvieh einmal im Jahr, um den die Zunahmen dann zu dokumentieren. Und das Ganze, das ist alles noch ein bisschen böhmische Dörfer für mich, man merkt das glaube ich schon, wenn ich es erkläre. Denn ja, ich bin da bisher noch nicht bewandt gewesen mit Zucht und Herdpuch und Co. Aber der Norbert auf jeden Fall, der ist der Koryphäenbaum. Da kennt er sich aus. Das haben wir noch zu machen. Dann jetzt, wenn wir zum Weideantrieb Auftrieb ansetzen, müssen wir natürlich auch die Glocken wieder dran bauen. Bis auf die eine Weide, die da vorne Richtung Dorfnähe ist, da dürfen wir keine benutzen wegen Lärmbelästigung. Aber ja, und dazu jetzt eben auch noch schnell Zaun bauen und Abbau und Rückbau und weiß der Geier was noch. Mega. Läuft bei uns, aber wenn es uns langweilig werden würde, dann wäre irgendwas faul im Stadion. So, jetzt wie berichtet, mal die letzten Sachen noch von den Weiden runternehmen. Das wäre das kleine Weidefass noch. Pfosten sind alle weg, Zaunmaterial ist alles weg. Was da noch an Metallpfosten steht, war das, was vorher drauf war. Das war mal eine Pferdeweide. Und oben das Zaungerät habe ich abgebaut, die Erdungen rausgezogen, dementsprechend noch Steine, da waren Pflastersteine auf den Erdungskabeln drauf. Die habe ich nochmal zur Seite, die waren teilweise überwuchert und das hole ich jetzt dann diese oder Anfang nächste Woche noch mit der Mulde ab. Dann ist das ganze Material weg. Heute nehme ich das Fass mit. Eigentlich wollte ich vorne eine Schaufel drauf machen und diese Pflastersteine da mitnehmen, aber ich habe keine freie Schaufel gehabt. Und der einen waren Pfosten drin, die wir jetzt brauchen diese Woche noch. Die kann ich dann einfach abgeben, weil sie müssen wieder aufladen, das ist der Zeitfaktor. Und den anderen ist Schrott drin, den wir noch wegfahren müssen. Ja, fahre ich Ende der Woche, Anfang nächste Woche. Mal mit der kleinen Mulde nochmal hier im Wegcontainer und hol dann noch das kleine Material weg. So, jetzt hoffen wir mal, dass das Fass auf Achse durchhält. Das ganze Zaunmaterial zurück, das bauen wir mal ab, nicht, dass es unterwegs wegfällt. Auch so Pflastersteinchen, das ist blöd, wenn wir das irgendwie verlieren. Aber da müssen wir ja sowieso noch den Haufen da wegnehmen. Genau. So, dann gucken wir mal an und schauen, ob sie überhaupt noch dreht oder ob es schon festgerostet ist. Zeit, dass sich was dreht, ne? War doch so, der Herbert. War doch die grüne Meier.
irgendeine Fußballveranstaltung war das, glaube ich. Ja, ja. Gedacht haben. Ne? Schau, da sind auch Plastiksteine. Auch noch wegräumen. So, alles Material auf Häufchen. Dann können wir das abholen. Und wir müssen noch rüber auf der dritten und letzten Weide rüben Pfosten ziehen. Aber dass wir schon mal alles auf einen Haufen haben, dass das nicht aus dem Sinn geht. So, einmal gestimmt. Darf ich jetzt natürlich nur mit 6 km/h bewegen, weil Eigenbau und so. Kein Wiederholungskennzeichen, also schleiche ich mir jetzt schön in Geschwindigkeit rein. Aber ein paar Waldwege, da stören wir dann nicht den Verkehr großartig. So, jetzt schauen wir nochmal zur dritten Weide rüber, wie da der Fortschritt ist. Da muss ich oben noch was auseinanderschrauben. Die Chefin kann Schraubenschlüssel dabei gehabt, keinen passenden. Und dann wird es einwandfrei. Irgendwie ist bis jetzt immer noch ordentlich. So, dann haben wir sie abgesetzt, unsere junge Dame. Also wohlbehalten angekommen. Scheint es auch ganz gut zu gefallen. Ein sehr interessanter Hof mit recht, recht schönen Tieren. Hat sich der Ausflug richtig rendiert, dass wir da was gesehen haben, oder was meinst du? Ja, das war super. Nein. Schöne Tiere gesehen. Richtige Bullen. Ja, ganz schön ordentlich alles halt angegossen. Und die haben gut Fleisch drauf mit 2 Jahren. Gefällt mir gut. Jetzt machen wir noch einen kleinen Ausflug. Fahren da den Hofinhaber hinterher. Da gibt es wohl noch einen Kollegen mit Hochlandrinder. Und da wir ja immer mal die Fühler ausstrecken, ob wir noch irgendwie großrahmigere Muttertiere herkriegen oder vielleicht einen großen Zuchtstier, wenn man das Blut muss man einfach mal tauschen, schaut man sich mal so um, was denn noch so gibt. Außerdem, Netzwerken ist ja nie verkehrt, gell? Also, wenn man Leute kennt, dann weiß man im Ernstfall immer, wo man anrufen muss, wenn man irgendwas braucht. Joho, joho, finster ist, denn es ist schon 7:30. Heute ist die Stallzeit etwas später. Ich fahre jetzt gerade nochmal rein und schiebe das Futter ran. Mischt haben wir ja, das heißt, wir müssen das Bauchflügel wieder mischen, das ist sehr gut. Und dann fahre ich nochmal die Außenstellen mit den Hochlandbullen an, denn die wollen auch noch einen frischen Ball. Und das machen wir gleich nachher im Aufwasch. Ja, wir waren jetzt noch bei dem Highlander Betrieb. Ich habe logischerweise bei den Betrieben, wo wir heute waren, nichts mitgefilmt, denn das macht man einfach nicht, das gehört sich nicht. Also erzähle ich kurz, da haben wir uns angeschaut, eine sehr, sehr schöne Zucht, eine wirklich top Anlage, also war echt interessant und natürlich auch super, super tolle Tiere. Und einen Bullen, den hätten wir am liebsten gleich mitgenommen, das war Leistungssieger in allen Klassen und was weiß ich was, der ist ausgezeichnet, noch und nöcher, ein wirklich hervorragender Stier. Den wollen sie aber logischerweise noch nicht hergeben. Gott, klingt die Lache dreckig mit Erkältung, ne? Logischerweise noch nicht hergeben, aber ich habe immer gesagt, wenn denn der da weg soll, dann sollen wir doch mal primär an uns denken, denn wir wären dankbar, wenn wir so einen prächtigen Kerl hätten. Ist jetzt auch nicht dringend, der Hugo macht noch einen sehr guten Job und solange wir noch keine eigene Nachzucht generieren aus dem Hugo seinen Töchtern, braucht es auch noch nicht zwingend. Ne? Größer ist immer gut, größer ist immer besser, ganz klar. Aber aktuell passt es sehr gut. Vor allem der Hugo macht sehr, sehr gute Kälber. Sehr zuverlässig, da bleibt nichts leer. Und er ist sehr gutwürdig, damit können wir arbeiten. So, ich schiebe jetzt noch im Telelader das Ganze ran. Da es noch wenig Material ist, jetzt erst noch wieder schaufeln. Denn der Reifen, der klappt einfach besser bei viel Material. Und dann schnappe ich mir noch einen Siloball und dann fahren wir zum Bullen. Da kann ich euch dann auch nochmal einschalten. Jetzt lege ich euch allerdings weg, dass ich die beiden Händen frei zum Fahren habe.
der Robin Hood des Kuhstalls hat quasi eine Umverteilung durchgeführt. Gibt denen, was die nichts haben und nimmt denen, was die viel haben oder so ähnlich wie das immer ist. Jetzt haben alle noch was zu schlammern für heute Abend. Morgen früh ist das alles weg, das ist jetzt alles gleichmäßig verteilt. Wunderbar, vielleicht fahre ich dann, wenn ich von der Außenstelle komme, nochmal schnell mit dem Reifen ran und drück's nochmal an die Seite. Und dann haben wir wirklich alles verbraucht. Mein Ziel ist es ja, die Futter außen so zu optimieren, weil sonst haben wir immer so viel über und können wir uns ja eigentlich als kleiner Betrieb nicht leisten, dass wir Futter wegschmeißen. Und das ist ja auch noch gut. Bloß dann haben wir halt nicht gleichmäßig wegfressen und dann müssen wir halt trotzdem gleichmäßig nachmischen. Wisst ihr, was ich meine? Nee, ich weiß es auch nicht. Passt, es ist spät, es ist gut. Jo, ein Streu passt soweit, reicht morgen früh. Und ja, zum Thema Licht. Wir haben es immer noch sehr finster im Stall. Wir müssen auch auf einen Elektriker warten, denn unser neuer Partner Lichtlein aus Bayreuth hat uns ja Lampen zur Verfügung gestellt und wird uns auch zukünftig weitere Lampen zur Verfügung stellen zum Langzeittest im Rinderstall. Die müssen wir auch vom Fachmann anschließen lassen, denn dann gibt es sonst nämlich Probleme, wenn wir das selber rumfuschen. Wenn der Versicherungsfall eintreten sollte, gerade Brandschutz und sowas, ist es nicht ganz ohne. Da muss wirklich der Fachmann ran. Also warten wir noch und dann werden uns die Anschlüsse, dann geht auch uns hoffentlich ein Licht auf. So, Schluss der schlechten Wortspiele. Jetzt geht's zur Außenstelle einmal quer durch die Nacht mit Manitou. Ballen ausliefern. Die Bullen, die kriegen jetzt noch mal ein bisschen extra Feuer. Da stehen im April dann wieder ja, ein paar Schlachtungen an. Da wäre es gut, wenn wir dann noch ein bisschen Energie reinkriegen würden. Schönen guten Morgen. Erstmal den Manitou tanken auf die gute alte Hauerart. Weil das läuft von selbst. Dabei kann man was anderes machen. Das habe ich jetzt gemacht. Noch zwei Kanister reinwuchten und dann einmal groß den Stall machen. Heute ist es ein bisschen knapp getaktet, denn danach geht's in der Direktvermarktung weiter, die Bestellungen für morgen Abholung im Hofladen fertig machen. Ich bin morgen nicht im Hofladen. Ich bin morgen mit den Wiki-Wolfs, mit der Wolfstruppe beim Weideschutzzaun bauen. Und deswegen muss ich es heute noch vorbereiten. Was heute noch kommt, sind Pfosten. Wir haben Weidepfosten bestellt mit Spedition. Und das war ein Drama vor dem Herrn. Da gab es Probleme beim Verladen. Und jetzt kommt wenigstens die halbe der bestellten Lieferung heute an. Wann der Sattel zukommt, wissen wir nicht genau. Ob er hinten wenden kann, wissen wir noch nicht genau. Aber wir werden die Ladung löschen. Und entweder dann unten an der Straße mit Manitou oder dann hinten bei uns. Da werde ich nach dem Stall noch ein bisschen Platz schaffen, Anhänger wegfahren, dass man da wenden kann, auch mit dem Sattelzug. Und dann werden wir die Kuh vom Mais kriegen, oder? So, schauen wir, wie weit der Manitou ist. Braucht den zweiten Kanister, hat Durst. Auf geht's. Schön. Ruhe. Ich hab's gesucht. Ich hab's verschrien. Nee, wirklich schön. Alle sind glücklich, alle sind zufrieden. Frisches Futter, frisches Einstreu. Schönes Wetter. Baut sich's entspannt, weil Pause war ja ich da. Muss auf niemand aufpassen. Passt. Schöner Augenblick. Genießen wir kurz. Und jetzt geht's Volldampf weiter. Erstmal in der Direktvermarktung. So, Vermarktung Gas gegeben. Abgehakt. Nächste Baustelle. Ich habe ja letztes Jahr in den Videos schon mal gesagt, dass wir noch zukünftige Weideflächen, Hudeweiden, Waldweiden, wie auch immer das man sie nennen mag, planen. Da fahre ich jetzt zu einer hin, denn wenn wir jetzt am Samstag die Unterstützung haben, dann werden wir bei der einen kleinen Waldweide auch gleich noch schauen, dass wir da Isolatoren einbinden lassen. Da wollte ich jetzt noch mal kurz gucken, solange wir die Pfahlrahmen noch da haben, dass dort auch alle Pfosten stehen. Denn da waren nochmal Rückearbeiten. Einen haben sie sowieso platt gefahren, den müssen wir nachsetzen. Und nicht, dass noch mehr kaputt sind. Weil mit der Hand kriegt man die Dinge einfach ganz schlecht rein. Und auch mit dem Frontlader reindrücken wird schwierig. Haben wir schon festgestellt. Deswegen schaue ich jetzt nochmal schnell zuerst rüber, ob wir da noch was reinklopfen müssen. Dann können wir das noch mit der Ramme machen. Und dann würde ich weiter die Pfosten- und Zaunfelder vorbereiten, dass wir da quasi durchstarten können.
morgen dann mit der Hilfe. Ich habe da hinten wieder mein kleines Transportgefäß dran. Meine kleine Heckmulde, das war mit die erste Maschine, die ich mir gekauft habe, das erste landwirtschaftliche Objekt. Den habe ich gekauft für meinen kleinen MF133, war damals ein bisschen mit zum Holzmachen gedacht. Ist in den letzten Jahren nur noch benutzt worden, um palettenweise Pellets zu holen. Die haben da wunderbar drauf gepasst. Und jetzt nutzen wir sie halt eben für Transport Baumaterial. Solange, bis wir wieder einen Polaris Ranger haben, denn der ist einfach besser geeignet für sowas. So Material von A nach B bringen, Zaunbau, ist mit dem Bulldog auch machbar. Nicht so schön, nicht so effektiv und nicht so schnell, ganz klar. Jo, der Elektro Ranger, bin mal gespannt, wann er kommt, der hat 110 PS umgerechnet. Das Elektro, das ist ja irgendwie in Spitzenleistung. Da geht was. Ich denke, da sind wir recht schnell von A nach B gedüst. So, jetzt genug gequatscht. Steuer mal ein bisschen anlassen. Beziehungsweise beim Steuer wollte ich noch mal gucken, bevor man anlassen. Der hat ein Problem mit dem Kühler. Und jetzt wollte ich einmal schauen, ob es der Kühler ist oder nur der Ausgleichsbehälter, der da Dichtigkeit aufweist. Jetzt war meine Theorie, jetzt wenn er kalt ist und ich guck mal rein und in dem Steigschlauch, der jetzt sehr steil nach oben geht, ist noch Flüssigkeit drin, dann kann es ja eigentlich gar nicht der Kühler sein, weil der Kühler drunter liegt. Wenn der eine Undichtigkeit hat, könnte ja im kalten Zustand da oben eigentlich gar keine Flüssigkeit sein, weil die würde ja auslaufen. Verbessert mich oder schreibt es in die Kommentare, wenn ich da falsch liege. Im warmen Zustand ganz klar, da drückt er durch die Ausdehnung das auch hinauf in den Schlauch, da brauchen wir nicht schauen. Jetzt schauen wir einfach mal rein, was er im kühlen Zustand sagt. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Boah, der braucht doch mal ein bisschen Liebe hier. Eieiei, diese ganzen Dichtungen, alle ausgefackt. Oh, schaut immer schön aus. Die kriegen wir auch so nochmal reingepackt. Jo, also wir sehen, dass wir hier nichts drin haben im Behälter. Und der Schlauch ist, glaube ich, auch. Doch, der ist voll. Ja, solange wir kalt sind, können wir ja mal oben in den Kühler reinschauen, wie da der Füllstand ausschaut. No. Ist der fest oder was ist das? Weil ich kenne das Problem von der CNH-Gruppe, auch also von den kleinen Cases, die sind ja baugleich, dass die da in der Verpressungssicke zwischen Aluminium und Kunststoff ein bisschen undicht werden. Jetzt war diese Befürchtung, dass er eben da oben undicht ist. Aber dazu muss ich den hier erstmal aufkriegen. Und er weigert sich beharrlich. Der Kühlerdeckel, der ist irgendwie fest. Aber was wir machen können natürlich, ist einmal den Schlauch da abschrauben. Und dann sehen wir doch eigentlich gleich, ob da Flüssigkeit drin ist oder ob der einfach bloß blau verfärbt ist. Das ist eigentlich gerade mein Hauptgedanke. Weil der Steuer kriegt jetzt auch demnächst Service. Und bevor wir den jetzt groß zur Arbeiten einsetzen, der überhitzt, muss natürlich der Kühler funktionieren, das ist klar. Das Thermostat scheint zu funktionieren, denn wenn man fährt, sieht man, dass es langsam hochgeht und eigentlich auch nie über die 90 Grad geht, also überhitzen nicht. Jetzt bin ich natürlich kein Mechaniker. Und für mich wäre das ein Anzeichen, dass er noch Kühlleistung hat. Denn ohne Kühlmittel würde er ja überhitzen, wahrscheinlich auch bei normaler Anstrengung. So, jetzt ist natürlich der Schlauch hier bombenfest. Macht nichts. Aber hat mehr Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft. So, jetzt schauen wir mal, was da kommt. Kommt da was rausgelaufen? Dann wäre das doch für mich ein Zeichen, dass das woanders herkommt. Der Kühlmittelverlust. Nö, also im Schlauch ist nichts mehr dran. Da wird wohl der neue Kühler fällig werden. Der wird an Oberkante undicht sein. Und ja, bis zu dem Level dann halt auch noch gefüllt sein. Was dafür sorgt, dass er nicht überhitzt bei leichter Arbeit. Also bauen wir da jetzt erstmal, bevor die Ernte losgeht, gleich im Zuge des großen Service einen neuen Kühler ein. Dann machen wir keine Risikosache. Wäre ja, schade, wenn da der Motor verreckt geht. Wegen solcher Nichtigkeiten quasi. Also, da gehen wir kein Risiko ein. Jetzt frage ich mich halt immer noch, warum ich den Deckel dann nicht runterkriege. Da lässt sich da aufdrehen. Geht auch noch oben ein bisschen weg. Und wirkt irgendwie, als wäre er fest verklebt oder sowas.
Leute, Leute. Du musst doch da weggehen. Ja, mal ein bisschen weghebeln. Leichte Gewalt. Leichte Gewalt. Dann müssen wir hier einen neuen Kühler einbauen. Ach, da ist er doch. Da ist er doch. Ja, da ist er doch. Nee, ist er nicht. Dafür hat sich ein Stück bewegt, auf jeden Fall. Scheibenkleister. Also kriegen wir nicht raus. Der ist verklebt. Wer baut denn bitte sowas? Warum baut man sowas? Erklärung. Ich bin auch kein großer Freund, also als Laie. Ich bin ja jetzt kein großer Mechaniker. Als Laie bin ich kein Freund von Materialmixen, wo man Kunststoff mit Aluminium verpresst. Das muss doch irgendwann undicht werden, oder? Gerade der Kunststoff ist eine Komponente, der einfach durch Thermik und Materialermüdung einfach mal irgendwann undicht wird, porös wird. Ich bin kein Mechaniker, aber das ist das, was ich mir beim kleinen Goldfischhirn so zusammen überlege. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, nur das Kühlerpaket kostet 1,5 K. Vielleicht gibt es einen Nachbau. Das sollte ja da auch endlich auch taugen, oder? Ja, den Highlandern geht's gut, wie man so sieht. Bei den Mutterkühen müssten jetzt demnächst die nächsten Kälber kommen. Wir hatten ja das Jahr schon 2 und über 3. Gleich im Januar haben wir hier die neugeborenen Bio-Kälber schon gehabt. Sehr gut. Und hier kommen dann jetzt dann im nächsten April. Und auf der anderen Seite sind eben schon die Pfosten reingekaut. Das habt ihr im letzten Video so wunderschön gesehen. Da baue ich jetzt heute noch ein bisschen Isolatoren weiter. Dementsprechend müssen wir dann morgen mit tatkräftiger Unterstützung die Zaunfelder spannen können. Und ich fahre jetzt einmal rüber in den Wald und schaue, ob da noch alle Pfosten stehen. Also weiß nur, ob wir noch was reinklopfen müssen. Und dann müsste heute auch irgendwann der Sattelzug kommen mit den gekauften Pfosten, die wir direkt quasi beim Hersteller gekauft haben. Denn ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt gehabt, die Preise sind exportiert für so Zubehör. Und bei den Mengen, die wir dann für diese neuen Flächen im Wald brauchen, wäre das Kostenfaktor, wo man sagen, nee, dann bauen wir doch lieber einen Stall für die Tiere. Haben wir weniger Arbeit und ungefähr denselben Preis, weil das ist krass, das ist wirklich krass, was da das Material kostet. Und so konnte man, wenn man die Fracht noch mit dazu nimmt, trotzdem noch einiges sparen für so einen kleinen Betrieb wie uns. Sehr, sehr wichtig, dass wir da wirtschaftlich agieren. Das haben wir direkt vom Hersteller besorgt. Wie gesagt, da gab es irgendwie mit der Verladerei dann Schwierigkeiten. Jetzt haben wir mal die Hälfte der Ladung dabei, die wir brauchen. Immerhin etwas. Und der Rest, den kriegen wir auch noch. Das wisst ihr irgendwie dann, wie viele schon alles steckt, die wir brauchen. Und da fahre ich jetzt gleich hin und baue die Isolatoren noch fertig. Boah, langsam. Wir haben keine gefederte Vorderachse. Da ist mir was kaputt. Oh, leck mich am Ärmel. Hat der Weg federn lassen müssen über den Winter. Nach der Mittagspause jetzt weitermachen mit den Weidezaunpfosten. Ist klar, dass wir das abgebaute Material wieder verbaut haben, aber die waren halt auch an der Stelle eingepasst, wo sie hin sollten. Das heißt, da jetzt Isolatoren umschrauben, denn genau in der Konfiguration können wir es jetzt auch nicht gebrauchen. Man muss da ein bisschen drehen und tricksen. Also die Isolatoren runter. Einfach angeschraubt zum Beispiel. Das ist halt in Pullendorf an der Stelle gewesen, wo das halt so erforderlich war. Jetzt gefällt mir das Wetter aber gar nicht. Ich wollte jetzt schön raus und nur in der Sonne arbeiten. Jetzt zieht es zu. Sehr dunkel. Wind kommt auf. Ach nö. Das war doch gerade so schön. Das muss jetzt nicht so ziehen. Habe ich jetzt keinen Bedarf drauf. So. Egal. Einmal die Werkzeugkiste öffnen. Jetzt haben sie da irgendwas drin. Wir brauchen den Akkuschrauber. Passender Bit. Ja, und dann montieren wir doch hier gleich mal um.
Frage aufkommt, woher weiß ich die Höhe? Easy. Hier waren mal die Originalhöhen gekennzeichnet und wir haben die alle auf die passende Höhe eingeklopft. Das ist super einfache Montage. Einfach an der Markierung, wo früher die Drähte waren, das scheint mal Eckpfosten gewesen zu sein. Drahtschlaufen sind weg und da machen wir jetzt Isolatoren, weil es eben als Umleitungsposten dient. Also leitet es leicht rum. Auf der aufliegenden, drückaufliegenden Seite müssen jetzt Isolatoren ran. Jetzt habe ich zwei wiederverwendet. Da habe ich noch ein paar mit gebrochenen Schrauben. Da haben wir noch einen, den wir wiederverwenden können. Das ist doch super. So, und so arbeiten wir jetzt einmal weit um. Dann ist es morgen ein leichtes, da die dementsprechenden Spannfelder einsetzen. So, weiter geht's. Es tröpfelt, es nieselt. Ja, ich bin spontan an den Hof zurückgefahren und ja, da war ich genau richtig vom Timing. Bei uns ist die Schlagzahl so hoch, dass es zack, zack geht. Ich habe dann immer die Kamera eingeschaltet. Wir haben jetzt einen Bullen separiert und aufgeladen. Der wird heute ja, verkauft, der ist verkauft, der wird heute verfahren. Dann haben wir Bullen separiert, Mastbullen nochmal in die Boxen rein, die kriegen jetzt noch ein bisschen Vollgas. Und vorne haben wir noch eine junge Dame abgesetzt, das haben wir jetzt alles in einem Aufwasch schön im Workflow durchgezogen, einwandfrei, ohne Stress, zack, zack, hat funktioniert. Um 15 Uhr kommt heute der Spediteur und bringt die Pfosten, deswegen werden wir dann um die Zeit wahrscheinlich die Pfosten abladen. Das machen wir nicht hier am Hof, weil wir keinen Platz für den Sattelzug haben, sondern ein bisschen weiter oben beim befreundeten Hof. Die haben oben auf der Ebene eine große Fläche, wo man eben dann auch passend abladen kann und mit dem Sattelzug rangieren kann. Und ich fahre mit Manitou hoch, ich lade es ab und stapel es dann hin. Dazu wollte ich jetzt dann die Palettengabel anhängen. Aber, Moment, ich habe es fast vergessen. Zuerst kriegen die Hochlandrinder Mutterkühe auch noch einen Ball. Deswegen bin ich eigentlich rübergefahren, oder? An alles kann man nicht denken. Und wenn es wichtig war, dann kommt es wieder. Das war ein Fehlwurf, weil der Manitou da gerade den Popo ein bisschen gehoben hat, weil es halt doch recht weit mit dem Gewicht war. Jetzt liegt er auf der Seite. Muss ich gucken, dass ich es nicht so runter kriege. Das dürfte kein Problem sein wahrscheinlich. Thank you.
Chance. Das lassen wir mal unten dran liegen, wenn er ein bisschen abgefressen ist. Und die Herrschaft wieder weiterziehen und da ein bisschen Platz dann da rauf. Dann kann ich mal direkt reinfahren mit Manitou, den ein bisschen anlupfen und dann das Netz rausziehen. Ich habe jetzt quasi die Folie seitlich aufgedeckt, weggedeckt, sodass sie hin können und so ein bisschen so unten drunter gestopft. Dann können die jetzt oberflächlich wegfressen und dann ziehen die sowieso wieder weiter. Das ist bloß das erste Interesse am Futter. Dann fahre ich später nochmal rein, wenn ich den Pfosten abgeladen habe. Dann müsste auch wieder frei sein. Jo, ist so. So, jetzt haben wir ein paar Palettengabel dran gebaut, dass ich dann die Pfosten abladen kann. Die sind ja gebündelt. Die kriegen wir mit der Zange nicht. Ich wollte jetzt noch mal zu dem Zaun rüber. Ich wollte mir dieses Spannfeld, das ich angefangen habe, noch fertig machen. Dass das morgen startklar ist. So, die Wartezeit überbrücken, bis der Sattelzug kommt, weil irgendwie lässt sich keiner blicken und von der Spezialist keiner erreichbar. Das sind ideale Voraussetzungen. Dann machen wir hier mal einen auf Schnacki. Dann machen wir jetzt mal die Scheiben sauber, sodass man vernünftig verladen kann. Da vorne haben wir jetzt wieder einen Unfall gehabt. Da ist die Guss, das ist die Gussaufnahme, gebrochen, weil eine Kalbin noch dringend beim Ausmisten am Manitou vorbei musste. Also das war scheinbar wirklich ein Notfall. Der musste wirklich durch. Also müssen wir uns da was einfallen lassen. Wahrscheinlich, ich meine, wenn ihr was wisst, wie man Guss da wieder irgendwie in Schuss kriegt, aber da wird uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, außer ein neues Teil zu verbauen, nehme ich mal an. So, alles mal einsprühen. So, wer gut sprüht, der gut sieht, oder wie war das? Dann darf man nachher gleich in die Kamera nochmal einen Akku einsetzen. Denn, jo. Wir wollen ja schließlich die Aktion ein bisschen mit dokumentieren. Gell? Wenn er kommt. Also ich traue mich schon gar nicht, irgendwas Größeres anzufangen. Deswegen mache ich jetzt so mit zu Fällefanz weiter. Weil wenn er kommt, möchte ich gerne abrufbereit sein. Und ich brauche schließlich auch 5 bis 7 Minuten da oben hin. Und ja, man lässt ja Leute ungern warten. Auch wenn der uns warten lässt. Muss ich nicht gleich mit gleichem vergelten, oder? So, jetzt tun wir mal ein bisschen rüber. Das ist die grobe Reinigung. Das Feine machen wir dann, wenn wir den Stall fertig haben, alle Tiere draußen sind. Und dann ziehen wir erstmal ein bisschen Liebe rein. Das erste Fahrzeug, was jetzt aber Liebe kriegt, ist der Steier.
Der hat die Kühlflüssigkeit, die ich heute nachgefüllt habe, gehalten. Und das ist scheinbar jetzt in Ordnung. Wenn wir weiter beobachten müssen. Höchst eigenartige Geschichte, höchst eigenartig, ich sag's euch. So. Nehmen wir das Grobe. Und hier wegklappen. Boah, wie geil. So. Einmal raus. Hübsch. Die Lippe gleich mit säubern. Passt. Gut. Nochmal drüber. Und dann warte ich auf den Anruf. So, jetzt kam der erlösende Anruf. Der Sattelzug ist da. Endlich. Ich hasse es, wenn man auf irgendwas wartet und es passiert nichts und man kann nichts anfangen und ganz blöde Situation. Aber jetzt löscht man die Ladung, wie es so schön heißt. Und ich fahre einmal rauf den Berg, bis ich ganz oben bin. Dann noch ein Stückchen weiter und dann bin ich schon da. Warum? Ja,
Wenn du mit ein bisschen verliere, dann nehme ich gar nichts drunter.
Ja, dann hat dieses mittelschwere Drama doch auch ein schönes Ende gefunden. Die sind jetzt wohlbehalten da. Wir teilen uns das ja auf und wir sind in Gemeinschaft mit den umliegenden Weidebetrieben ein bisschen bestellt und jeder nimmt sich jetzt das, was er braucht. Und dann wird es wohl passen. Die Qualität vom Holz scheint wohl in Ordnung zu sein. Top. Verladen. Naja gut, ihr habt es ja vorhin gesehen, da gab es ein Malheur. Da war diese Konstruktion ein bisschen schwach mit der einen Schraube. Ist halt so, aber wir haben sie auch gelöst gekriegt. Der Mann kann uns relativ zügig weiterfahren, passt. So, und jetzt schauen wir uns mal die Flächen an, die für die Hutungsweide so langsam Form annehmen. Ja, ist das nicht super? Da kommt man heim vom Verladen und dann sieht man da einen neuen Schenkersberger Bürger. Nee, das ist jetzt ein unschöner Anblick. Auf der anderen Seite von der Kuh. Das kleine Schwarzes. Säuft. Wunderbar. 312 wahrscheinlich, oder? So, nachdem wir jetzt im Stall fertig sind, machen wir hier dann auch nicht bloß Tagesende und Feierabend, sondern auch Ende vom Video. Und morgen das mit dem Zaunbau, das seht ihr dann im nächsten am Mittwoch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch den Daumen nach oben da. Schreibt wieder irgendwas, was euch einfällt, gegen den Algorithmus in die Kommentare. Das ist, glaubt, hervorragend. Vielen Dank dafür schon mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, in alter Frische wieder. Servus und Ade. Country boy, here to make some noise. I live a simple life.